Ja, ich darf Sie recht herzlich begrüßen. Mein Name ist Christian Walter, wie Sie sicher schon alle wissen von den vorangegangenen Videos. Und auch heute wollen wir natürlich einige interessante Dinge zum aktuellen Marktgeschehen Ihnen präsentieren. Es hat sich, sage ich mal, wieder alles etwas beruhigt, aber man muss eins dazu sagen, der S&P 500 hat jetzt den Durchbruch über das Allzeithoch geschafft, über die 4000-Punkte-Marke. Und das hat natürlich auch einige Aktien wieder mit nach oben gebracht. Wir wollen heute mal ein paar ganz interessante Werte zeigen. Den ersten, den ich Ihnen vorstellen möchte, ist das Symbol STPK. Hier gab es heute ja, schon einen massiven Anstieg, 17% aktuell. Wir sehen es hier wie gewohnt mit einem sehr hohen Volumen, vor allen Dingen hier auf der Call-Seite. Wenn wir uns heute mal den kurzfristigen Call auf 30, was hier die nächste Hürde ist, wo der Wert jetzt schon kurzzeitig drüber gegangen ist, anschauen. Da gab es das meiste Volumen, also kurzzeitig hier. Die wetten, dass der Anstieg weiter Richtung 35-Dollar-Marke geht. Ist natürlich, wie gesagt, bis zum 16. April, wenn man auf die Laufzeit der Option schaut, recht kurzfristig. Aber hier kann ich mir sehr gut vorstellen, dass auch in den nächsten Tagen sich dieser Trend noch ein Stück fortsetzt, wenn der Durchbruch durch diese 30 Dollar-Marke gelingt. Ja, ansonsten der Wert selbst ist ein Shell Company aus dem Financial-Sektor. News gab es jetzt aktuell nicht wirklich interessante Dinge hier zu verkünden, aber mit dem Volumen und mit dem Anstieg der Aktie wird das ein ganz interessanter Wert für die nächsten Tage. Neben STPK haben wir auch wieder einen alten Bekannten hier mit dabei. Das ist der Wert Apple. Ich mache den Chart mal etwas größer für Sie. Ja, wir sehen, vielleicht gehen wir mal auf den anderen Chart, da können wir es ein bisschen besser beurteilen. Wir sehen hier sehr gut heute die 30 oder 130-Dollar-Marke, die jetzt durchbrochen wurde. Das ist, glaube ich, auch so die nächste wirkliche Hürde, wo er jetzt oder wo Apple aktuell noch etwas zu kämpfen hat. Und wenn wir jetzt schon mal einen Schritt weitergehen, weil hier haben wir heute wirklich interessante Laufzeiten erkannt. Die nächsten Hürden, denke ich mal, die nächsten interessanten Levels ist hier die 140-Dollar-Marke. Und wenn man jetzt schon mal vorausschaut, dass im Juni natürlich dann online die WWDC stattfindet, wo Apple eigentlich immer als großer Gewinner hervorgegangen ist, gab es heute genau solche Wetten, die Mitte Juni auf einen Anstieg von über 140 Dollar abziehen, wenn man, oder abzielen. Wenn man mal schaut, dass das Ganze natürlich dann Anfang Juni stattfindet, macht so etwas genau Sinn. Aktuell haben wir natürlich hier einen schönen Aufwärtstrend. Wenn der sich jetzt fortsetzt, kann das auch schon im April oder Mai in diese Richtung oder zu diesem Preisniveau kommen. Also bei Apple, glaube ich, für die nächsten 2, 3 Monate ganz interessante Aussichten. Natürlich auch abhängig davon, wie jetzt Ende April die Quartalszahlen ausschauen. Aber selbst wenn man jetzt sagt, man nimmt hier ein kleines Stück mit, vielleicht bis zu 135 in den nächsten Wochen, kann Apple hier auch ein ganz, ganz interessanter oder einen ganz interessanten Trade mit darstellen. Ansonsten hatten wir noch ein, zwei weitere Titel. Und zwar hoffe ich, das ist jetzt der. Richtige Titel ist, und zwar haben wir hier das Symbol AEVA. Der Wert heute eigentlich gar nicht so stark im Gewinn, aber wenn wir uns mal den Chart etwas genauer anschauen, sehen wir hier dieses massive Call-Volumen. Bei der Aktie selbst jetzt noch gar nichts groß zu sehen. Wert aus dem Technologiesektor, wo wir hier einige Wetten auf einen größeren Anstieg heute mitgesehen haben. Ansonsten war diese Woche besonders interessant Autoteil oder Automobilzulieferer, die in den USA einiges an Zuwachs hier generieren konnten. Und vor allen Dingen Werte aus China oder die jetzt mit China direkt in Verbindung stehen. Da haben wir zum Beispiel hier einen ganz interessanten Wert, der über 40%, fast 50% gestiegen ist, hier in der Spitze am Montag. Hat leider das gestern wieder zum Teil abgegeben, hält sich jetzt so auf der
10 oder um die 11-Dollar-Marke. Das ist auch ein ganz interessanter Titel mit dem Symbol RMO. Hier muss man natürlich dazu sagen, der ist schon sehr, sehr gut gelaufen am Montag. Da sind Gewinnmitnahmen oder dann auch wieder mal eine sogenannte Konsolidierung, glaube ich, nichts Außergewöhnliches. Ansonsten fehlt jetzt ein bisschen der Impuls. Wir sind kurz vor der Bekanntgabe der nächsten großen Quartalsperiode, die in der Regel mit dem Financial-Sektor jetzt Mitte April startet. Also die ersten großen Banken kommen jetzt, Citibank, Bank of America. Und dann haben wir in der Regel immer Ende April, Anfang Mai die ersten großen Tech-Werte oder alle großen Tech-Werte, kann man sagen. Also da erwarte ich zumindest jetzt im April und Mai dann doch noch einiges an Bewegung. Vor allen Dingen, wenn wir uns nochmal ganz kurz zum erstgenannten Thema den S&P 500 anschauen, wo es natürlich hier, ja, wie Sie hier ganz gut erkennen können, ständig das neue Allzeithoch gibt. Wir haben jetzt aktuell schon wieder ein neues Allzeithoch heute ausgebildet bei 4.100 Punkten. Der Durchbruch ist hier kurz vor Ostern geglückt. Genau, da gab es noch den Durchbruch durch die 4.000-Punkte-Marke, der die große Bewegung dann etwas unüblich am Ostermontag, seitdem eine leichte Seitwärtsbewegung. Die letzten zwei Tage kann man sagen, bis heute das Ganze wieder auf ein neues Allzeithoch gekommen ist und die 4.000-Punkte-Marke dann auch wirklich hier durchbrochen wurde. Ja, ansonsten neben diesen Titeln vielleicht noch ein Wert, der auch in der letzten Woche so ein Stück weit im Fokus stand und auch, wenn man so nimmt, einen Ausbruch hier generiert hat, das ist Facebook. Facebook mit dem Ausbruch über die 300-Dollar-Marke, das stellt auch nochmal so das letzte Hoch von September dar. Und jetzt sind wir mal gespannt, wie sich das hier nach oben weiter fortsetzt. Wir können auch hier auf den Weekly-Chart gehen. Dann sehen Sie, dass das ein Allzeithoch ist. Also sind nach wie vor die Tech-Werte, die natürlich auch ein Stück weit den Anstieg vom S&P natürlich mit bedingen. Und sollten Sie keinen diesen Werte verpassen, dann subscriben Sie bitte zu unserem Kanal. Wir würden uns freuen und ich verbleibe bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.